Hi, mein Name ist Michael Rall. Ich wollte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zu Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt, ne? Also Thomas macht das nicht so wie viele andere Coaches, die sagen, hier, komm, hast ein bisschen Material, guckst dir an, one size fits all, ne? Ist doch egal, ob du Designer, Grafiker, Programmierer oder weiß ich nicht was, Gartengestalter bist. Das hilft einem halt nicht weiter, ne? Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise, ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett ja, verkaufsfertige Leads. Nicht 100 Stück im Monat, weil das brauchen die wenigsten, sag ich mal so. Aber ein, zwei, drei und die haben es dann wirklich in sich, ne? Wo man im Endeffekt nur noch jetzt das Gespräch nicht komplett vermasseln muss und man ein neues Projekt, einen neuen Auftrag hat. Und so soll es eigentlich sein, ne? Also deswegen, wenn ihr in der Situation seid und euch überlegt, wie ihr mit eurem Business entspannter vorwärts geht, wie ihr besser Kunden und Projekte akquirieren könnt oder drankommt, kann ich euch Thomas nur empfehlen. Der hat wirklich was auf dem Kasten und der hilft euch wirklich weiter.